Eine Frau vermisst ihren Ehemann und sucht auf dessen Grundstück nach ihm. Dort geht etwas nicht mit rechten Dingen zu. Oh Gott, Hilfe! Die junge Frau meldet Tom Meyer und Muri Demir, den Eindringling. Der Hausfriedensbruch des Fremden ist für die Melderin allerdings zweitrangig. Also zur Erklärung, das Grundstück gehört meinem Mann und deren Bruder. Das ist eine alte Schwimmhalle und die steht zum Verkauf. So, und ich weiß, dass mein Mann jeden Dienstag hier ist, aber ich kann ihn einfach nicht erreichen. Und dann bin ich hier alleine hingefahren. Du hast am Telefon angerufen. Ich habe alles versucht, aber er geht einfach nicht ran. Ich weiß nicht, ob es Funkloch ist. Auf jeden Fall bin ich dann hergefahren und dann habe ich hier eine Gestalt rumhuschen sehen und dann habe ich sie auch schon sofort gerufen. Also Sie haben jemanden beobachtet? Ja. Ist es ungewöhnlich, dass Ihr Mann nicht erreichbar ist? Das ist schon ungewöhnlich. Ja? Also er ist eigentlich immer erreichbar und ich weiß einfach, dass er jeden Dienstag auch hier ist. Arnold für die 1232. So irgendwelche Gefahrenstellen oder so? Ja, wir befinden uns in der Germaniastraße. Wir haben die Frau Riedl angetroffen. Wir übernehmen das Ganze hier vor Ort. Wenn wir Neuigkeiten haben, melde ich mich nochmal. Ja, das habe ich mit. Sag dir bitte Bescheid. Muss man ja so ein bisschen aufpassen. Hier könnte es ein bisschen glatt sein, ne? Ist genau. Auch nass. Und Frau Riedl, bleiben Sie am besten hinter uns. Ja. Ja. Ist aber sehr unübersichtlich, das Gelände, ne? Ja. Die Gestalt ist hier vorne lang gerutscht. Ja. Haben Sie sich vielleicht gestritten mit Ihrem Mann? Nein, haben wir überhaupt nicht. Gar nicht? Nein. Ach, hier, da steht doch jemand da. Da ist ja jemand. Ja. Okay. Vorsicht. Moin, moin. Hallo. Sie sind wer? Was haben Sie denn in der Hand? Ja, das ist richtig, genau. Lassen Sie es mal so mal auch am Mann. Guten Abend. Guten Abend. Demir, der Name. Sie sind wer? Ich bin der Harald Piesinger. Genau, legen Sie mal ruhig mal aus der Hand. Ja? Genau, komplett aus der Hand mal kurz legen. Herr Piesinger, war das richtig? Kiesinger, ja. Kiesinger, okay, Herr Kiesinger. Was machen Sie hier? Ich bin Urban Explorer. Ich suche nach Metallen. Urban Explorer. Ja. Was bedeutet das genau? Ich suche nach Metallen mit meinem Metalldetektor. Aber Sie wissen schon, dass Sie auf einem Privatgrundstück sind. Das ist doch eine verlassene Wiese hier. Ja, das ist schon abgezäunt und nach außen erkennbar. Verlassen heißt dann auch nicht gleich, dass es auch niemandem gehört. Ne? Sieht zwar vielleicht so aus, aber ich denke mal, irgendjemand bzw. Ein Besitzer gibt es hierfür. Ne? Oder eine Besitzerin. Müssen Sie vorher schon fragen. Ich meine, ist okay, wenn Sie dem Hobby nachkommen, soll von mir aus gut sein. Aber Sie können sich nicht einfach hier unerlaubt, sag ich mal, auf dem Grundstück bewegen. Ja? Was haben Sie in dem Beutel eigentlich drin? Ja, das habe ich gefunden. Das haben Sie gefunden? Mal. Das habe ich gefunden. Sagen Sie mal, ist da viel? Ja, also das ist recht beachtlich. Ja, können wir teilen? Nee. Nee, oh, viel. Habe ich gefunden. Haben Sie gefunden, okay, dann teilen Sie nicht gerne. Irgendwann so, guck mal. Ja. Das ist aber jede Menge Schmuck, ne? Ja, war hier vorne, verbuddelt hier. Ja. Habe ich vorhin gefunden. Okay. Ja. Geben Sie das mal dem Kollegen. Mutti, ich hole kurz mal das Tablet und schicke das an die Leitstelle, ja? Ein paar Fotos mal. Ja. Entweder ist es also man wundert sich, was wirklich. Wollte ich gerade sagen, entweder ist es wahrscheinlich ein Glücksfund oder entweder sind es Sachen. Können Sie was zu den Sachen sagen? Nee, ich kenne den Schmuck gar nicht. Entweder haben Sie tatsächlich Glück gehabt, dass es irgendwer vielleicht mal hier verloren hat oder wie auch immer. Oder vielleicht, deswegen machen wir mal ein paar Fotos, schicken das mal an die ist ja vielleicht an schon an die Wache. Viele Jahre schon vielleicht da. Mal gucken. Und sonst befindet sich hier, sonst sind Sie auf niemanden aufmerksam geworden? Nein, ich bin noch gar nicht hier. Die Beamten mutmaßen, dass es sich bei dem Mann um den gemeldeten Einbrecher handelt. Der viele Schmuck gibt ihnen allerdings Rätsel auf. Tom Meyer ermahnt den Finder zunächst. So, Herr Kiesinger, ne? Es geht natürlich nicht, dass Sie hier einfach fremde Grundstücke betreten, ne? Ohne Abspringen, dass Sie sich mit den Besitzern, ne, hier abgestimmt haben. Das ist ja wohl klar, das brauche ich Ihnen nicht zu erzählen. In der Regel haben Sie da recht, aber hier ist nie jemand. Also ich beobachte so Grundstücke vorher mal so ein bisschen, ob da irgendwie Betrieb ist, aber... Das Grundstück gehört meinem Mann. Sie haben hier nichts zu suchen. Also das Handy von meinem Mann ist aus. Und wo haben Sie meinen Mann hingebracht? Ich habe hier niemanden gesehen. Ich bin alleine hier. Das kann doch nicht sein. Doch, ich habe hier niemanden gesehen. Hier ist keiner. Seit wann sind Sie hier? Vielleicht jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde. Was anderes haben Sie jetzt nicht gefunden, außer jetzt hier nur das, was das und... ich habe hier noch eine Brille gefunden, eine alte Brille. Wo haben Sie die gefunden? Das ist eine alte Brille, ist das? Die ist von früher noch. Das ist doch die Brille von meinem Mann. Das ist eine antike Brille. Genau so eine hat mein Mann auch. Okay. Hier ungefähr war das.
hier ungefähr war das. Hier im Bereich. In dem Bereich war es gewesen, sagen Sie? Ja, hier lag. Hey Mutti, guck mal. Siehst du das? Da ist jemand in der Halle. Nicht Giegel, ne? Okay, kommen Sie kurz mal mit. Genau, kommen Sie mal kurz mal mit. Aber eigentlich kann das nicht sein, die Halle ist immer verschlossen. Das ist egal, kommen Sie mal kurz mal mit. Das lassen Sie mal da mal liegen, die ganzen Sachen, erstmal. Frau Riedel, Sie bleiben bitte in sicheren Abstand, ja? Ja. So, ich leg das mal hier hin, ne? Ja, warte mal, ich zieh mir Handschuhe an. Ich hab die an. Gehst du rein? Ja. Hallo? Hallo? Sie sind wer? Guten Abend. Genau, legen Sie mal ruhig. Mein Name? Gut, legen Sie mal die Taschenlampe aus der Hand. Genau, stellen Sie sich mal kurz mal bitte dahin. Muri Demir ermittelt, dass es sich bei dem Mann nicht um den vermissten Ehemann handelt. Der Beamte hält deshalb weiter nach dem gesuchten Ausschau. Herr Riedel, Sie haben ja denselben Namen wie die Frau Riedel. Richtig, das ist meine Schwägerin. Was machst du denn hier mit ihr? Patrick? Okay. Was willst du hier? Was machst du hier? Ich war gerade auf dem Heimweg und wollte auch nur mal nach dem Rechten sehen. Guck hier auch öfter mal, ob hier alles okay ist. Die Polizisten halten es für möglich, dass der Mann etwas mit dem Verschwinden seines Bruders zu tun hat. Ein Fund lässt Schlimmes vermuten. Können Sie mir was dazu sagen? Nee. Das sehe ich gerade auch zum ersten Mal. Ich sehe es nicht zum ersten Mal, aber es ist definitiv noch frisch. Ja, das würde mich mal interessieren, wer sich hier verletzt hat. Herr Riedel, jetzt muss ich Sie mal was fragen. Was haben Sie da auf Ihrem Schild nochmal? Das ist mein Namensschild von meinem Job. Ich bin Krankenpfleger. Sie sind Krankenpfleger. Können wir kurz mal rausgehen, alle? Ja. Die Einsatzkräfte nehmen an, dass der Vermisste niedergeschlagen und dabei schwer verletzt wurde. Ihn zu finden hat jetzt oberste Priorität. Sie haben jetzt eine Brille gefunden, richtig? Ja. Genau. Die Brille haben wir in der Richtung gefunden. Da müssen wir dann nämlich alle hin und da nochmal gucken, ob wir ihn finden. Sie haben ihn auf jeden Fall nicht gesehen, haben Sie gesehen. Ich habe hier niemanden gesehen. Okay. Weil wenn da vorne eine Latte ist, ja, wo noch Blut dran ist, wir wollen ja jetzt nicht gleich den Teufel an der Wand malen, aber trotzdem würden wir gerne wissen wollen, was es jetzt hier an sich hat. Ob der Bruder tatsächlich vielleicht hier ist, ja, irgendwo vielleicht verletzt ist, wie auch immer, ob wir nach anderen Personen suchen müssen. Genau. Jetzt halten Sie mal kurz mal die Luft an. Ja, wir gehen mal jetzt alle mal in die Richtung, immer folgen, dem Lichtkegel folgen, in die Richtung. Ja, Sie kommen auch hinterher. Sie kommen auch. Genau. Die Sachen lassen wir mal kurz mal hier mal liegen, ja. Was für ein Verhältnis haben die beiden, die Brüder, untereinander? Die verstehen sich eigentlich ganz gut. Also, die haben sich nie gestritten. Okay. Moni, ich bleib mit den Herrschaften hier so in einem sicheren Abstand. Ja, ich guck mal hier oben, ob ich noch vielleicht was Sinnvolles finde. Moni, guck mal, da glänzt was. Okay, hier ist ein Schlüssel. Das ist der Schlüssel von meinem Mann. Genau, nicht immer gleich immer, ne, besitzergreifend sein. Ich muss erst mal gucken. Okay, das ist der Schlüssel. Herr Riedel! Hier ist dein Handy! Okay, ruhig mal lassen. Genau, da mal lassen. Ja. Das kann doch nicht sein. Okay, dann dürfte er auch nicht so weit weg sein. Okay. Ich lasse das mal kurz mal hier liegen, ja? Auch bitte liegen lassen. Kann sein, dass da Herr Riedel! Drauf sind. Herr Riedel! Da vorne, hier, da vorne ist er. Herr Riedel? Da ist er. Hi. Okay, Sie beide bleiben bei mir, ja? Kommen Sie mal zu mir, Herr Riedel. Geht's? Der Ehemann gibt an, gerade erst zu sich gekommen zu sein. Eigentlich wollte er im Gebäude nach dem Rechten sehen. Well, was ist mit Polizei? Dir? Okay. Ich will ja. Geht's dir gut? Nee, ich weiß nicht. Ich was ist los? Ich habe hier eine Platzwunde. Eine Platzwunde. Brauchen Sie medizinische Hilfe? Ein RTW? Ich glaube schon. Glauben Sie schon? Ja. Kannst du dich an was Tom? Erinnern? Ja, an mein RTW. Ich wollte ja hier aufs Grundstück, aber dann... Ich wurde irgendwie niedergeschlagen oder keine Ahnung. Fraglich ist, wer einen Grund für die Attacke auf den Mann haben könnte. Der Bruder des Verletzten rückt in den Fokus der Beamten. Und ich habe jetzt gerade über die Leitstelle gekriegt, dass das alles Schmuckstücke sind, die als gestohlen gemeldet worden sind von einem Altenheim. Altenheim, also von älteren Leuten, okay. Die quasi auch von mobilen Pflegediensten angefahren werden und so weiter. Ja. Interessant, das ist deswegen für uns wahrscheinlich der nette Herr, der sich als den Bruder quasi eingegeben hat, der arbeitet doch hier für so einen mobilen Pflegedienst. Richtig, richtig. Lass uns ihn doch kurz mal in die Mangel nehmen. Genau.
Die Polizisten konfrontieren den Bruder mit ihrem Verdacht. Dermaßen unter Druck gesetzt, knickt der Mann ein und macht eine unfassbare Aussage. Sie wissen selber, es ist gerade kalt. Ja? Sie merken selber, Sie zittern am ganzen Körper. Ja. Wenn Sie uns das natürlich, müssen Sie nicht, aber wenn Sie uns das natürlich sagen wollen, warum, weshalb, wieso, dann sind wir auch im Prinzip schneller abgearbeitet. Ja? Und dann sind wir wieder alle im Warmen. Ja, ich habe auf meinen Touren bei den alten Leuten ich immer mal ein paar Schmuckstücke mitgehen lassen. Ein paar ist gut, das Ding ist komplett halb voll. Ich hab das Zeug dann hier versteckt und ja. Wir wollten das Grundstück bald verkaufen und ich habe da ein bisschen Schiss bekommen und wollte schnell loswerden. Ja, und irgendwie, ich habe dann was gehört und Kurzschlussreaktion bekommen und Mann, William, es tut mir leid, ey, es war das mit der Latte. Der Täter fühlte sich verfolgt und schlug blindlings zu. Dass es seinen Bruder traf, bemerkte er zu spät. Ihn erwarten Anzeigen wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung. Sie kommen mit. Wir drei gehen erstmal zum Fahrzeug. Moni, nimmst du die Tüte mit? Ich nehme die Sachen, dann komme ich dazu. Super.